Jetzt wird's eins. Also, liebe Nicole, lieber Markus, es gibt Dinge, von denen man nicht erwartet, dass sie passieren. Und dann passieren sie dann auf einmal doch. Die Ehe, die bei euch Markus und Nicole wild vorkam, wird mit dem heutigen Tag gebändigt. Die daraus entstehende Hochzeit haben wir zwar ersehnt, erwartet haben wir sie nicht. Jedenfalls nicht so bald. Die Ehe ohne Trauschein ist zu eurem Markenzeichen geworden. Und ein Markenzeichen ändert man nur, wenn es handfeste Gründe dafür gibt. Da von weitem betrachtet keine Gründe zu erkennen waren, lag der Fall klar. Eher wird ein deutscher Papst, als dass Nicole und Markus heiraten. Und diese Wahrscheinlichkeit war sehr gering. Doch plötzlich war die Situation da. Jetzt sind wir Papst. Jeder ein bisschen. Ich, heilst du an. Das sich vorzustellen, braucht Fantasie. Aber wie gesagt, es gibt Dinge, von denen man nicht erwartet, dass sie passieren. Und dann passieren sie doch. Nicole und Markus trauen sich. Ja. Den Entschluss zur Hochzeit habt ihr euch reiflich überlegt. Der übliche Heiratsantrag war wohl eher hinfällig, denn in puncto puncti ist die Ehe seit Jahren vollzogen. Das ist mal bombensicher. Warum also drumherum rennen? Des Weiteren sind verschiedene Dinge anders gelagert als normal. Erstens werden wir Brauteltern durch eure Entscheidung von dem Zustand des nicht so ganz normal befreit. Wir Deutsche haben das nicht gern. Wir haben es gern ordentlich. Richtig. Wilde Ehe. Anfangs war Ursula ja auch sehr besorgt. Woher hat der Bub das? Wir sind doch nicht so. Das fällt doch auf uns zurück. Bei Frauen fällt immer alles auf sie zurück. Das ist schon seit der Steinzeit so. Bei Beate klang das mit Sicherheit ähnlich. Gell? Wilde Ehe. Ja, wo kommen wir denn da hin? Die Sorgen der Mütter sind da ganz schön bekannt. Als zweites fehlt ein Touch von Romantik. Ihr, Nicole und Markus, seid kurz 20 mehr und die erste Verliebtheit ist der zweiten gewichen. Eine gewisse Naivität, was viele Hochzeiten auszeichnet, ist bei euch nicht zu erkennen. Inzwischen habt ihr euch aneinander notwendig gemacht und die Bereitschaft zur Gemeinsamkeit längst unter Beweis gestellt. Auch das verflixte siebte Jahr ist schon hinter euch. Und von der Klippe, auf der die wilde Beziehung ja auch schon gestanden hat, habt ihr sie runtergeholt. Jetzt frage ich euch, welche Ratschläge kann man euch da noch geben? Weißt du was, Hans? Ja, finanziell. Wie stehen wir denn jetzt da? Ja, du warst eine Bude. Ja. Was dich, Markus, betrifft, so warst du als Bub schon so selbstständig, dass dir mein Rat eher Schnuppe war. In die Jahre gekommen, hast du dir eine Beziehung und eine Wohnung genommen und hast dich ausprobiert. Ich ausprobiert. Ich saß daheim mit meinen Ratschlägen immer in der Erwartung, erkennt dich ja mal Frage. Ja. Nichts kommen. Deine Berufswahl habe ich beobachtet. Du hast deinen Weg gemacht
und dir eine Branche ausgesucht, von der ich mich nicht mal in der Lage sehe, der Leid zu erklären, was du eigentlich beruflich machst. Das muss ich mal trinken. Verschiedene Male hast du mir es erklärt. Daraus schlau worden bin ich nicht. Will's einer von mir wissen? So sage ich, er macht ihn Computer und bringt das Thema rasch auf Nicole. Und der lässt sich ja ergiebiger erzählen. Auf die Frage nach ihrem Beruf komme ich vom Rege und der Umgehung der Traufe direkt in die Sch. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Also, das ist nicht verstanden, aber Scheiße. Weil da weiß ich ja auch nichts. Was hat einen der Herrgott die Kinder nicht einfach schreine oder meinetwegen auch Lehrer werden lassen? Meinetwegen auch nicht. Da hätte ich keine Mühe mit. Ich versuche es mit einer verbalen Umschreibung. Nicole hat sich chemisch-technisch diplomiert und ist bei Behringer die erste Kraft. Das klingt sehr potent. Und wer hat schon Ahnung von dieser Branche? Da fragt niemand weiter. Ganz schöne Schwierigkeiten, die ihr Brautleut uns da bereitet. Heinz, was haben wir eigentlich in der ganzen Zeit gemacht? Wir sind doch auch nicht dumm. Oder? Wir wissen doch auch was, oder? Ich tröste mich damit, dass ich dich, Markus, zu deinem Schritt zur Selbstständigkeit wenigstens loben kann. Bub, das hast du gut gemacht. Kein Chef auf der Welt kann dir Vorhaltungen machen. Aber jetzt nicht mehr, gell? Ja, wenn man morgens nicht pünktlich zur Arbeit kommt, muss man abends natürlich länger arbeiten. Das machst du jetzt selber. Endlich komme ich zu dir, Nicole. Wie du mit dem heutigen Tag Frau Nicole Gerlach geborene Tisch zeigst. Um mal beim Namen zu bleiben. Tesch ist ein kurzer Name und klingt sehr technisch. Auf Tesch reimt sich Plesch, Fresch, geh weg. Und Tisch. Diese Wörter sind doch nicht der Komik zuzuordnen. Sowieso haben die größten Komiker mehrsilbige Namen. Milovic, Bonovic, Bonowitz, Loriot. Alles urkomisch. Oder sehen wir uns mehrsilbige Politiker an? Den alten Adenauer. Komisch. Die einsilbigen Nachfolger. Brandt, Schmidt, Kohl. Eher nicht. Im Osten. Honecker. Zum Schießen komisch. Sozusagen eine Lachplatte. Was jetzt den Namen Gerlach betrifft, so ist darin das Lachen schon angedeutet. Und so gesehen steht es dir, Nicole, gut zu Gesicht. Du lachst viel und lachst auch gern. Das macht dich sehr sympathisch und zeichnet dich aus. Zum Namenswechsel parallel ändert sich auch deine Position in der Familie. Ja. Die Zeit der wilden Ehe ist vorbei. Zu deinem bisherigen Beitrag in unserem Haus kann ich dir folgendes Zwischenzeugnis ausstellen. Du warst seit 18 Jahren als Schwiegerfreundin bei uns in Stellung. Ehrlich und fleißig, von stets gemessenem Auftreten und von säuberstem Äußeren hast du alle die im Tisch gesetzten Erwartungen mit der größten Akkuratesse und der peinlichsten Korrektheit, wenn auch mit einem Anflug von übertriebener Reinlichkeit. Die Frau Sauber, genau. Ja, bei uns ist im Volksmund die Frau Sauber.